Hey Freunde, ja, es ist mittlerweile schon fast halb eins und es hat im Keller immer noch 24 Grad. Worum geht's? Ich bastle mir ein indirektes Treppenlicht. Für jede Stufe ein eigenes Licht. Das Ganze habe ich mit einem Arduino Uno gemacht, vorbereitet. Also hier ist das Arduino Uno. Dieses Display kommt dann weg. Das war jetzt nur für Testzwecke noch da. Ich habe alles am Breadboard getestet und aufgebaut gehabt. Mittlerweile jetzt schon weggegeben. Hier sieht man noch einen Bewegungsmelder, welchen ich zweimal verwende. Und ich möchte einfach, dass jede Treppe selbst beleuchtet wird und nicht alle auf einmal, sondern wenn ich hinkomme, dass es stufenweise sich einschaltet. Hier sehen wir die Stripes, welche ich hergerichtet habe. Also ich habe jeden von den Stripes, insgesamt sind es 9, habe ich in solche Plastikschläuche hier reingegeben, damit die einfach vor Regen, Schnee und so weiter geschützt sind. Ja, und sonst, also im Hintergrund arbeitet noch der 3D-Drucker, dass ich druck die verschiedenen Gehäuse, die drucke ich selbst, also für die Bewegungsmelder, für den lichtabhängigen Widerstand. Ich habe auch überlegt, dass ich für das Arduino so ein Gehäuse druck. Mal schauen, wie das dann letztendlich wird. Also hier sieht man, die Software läuft. Also ich kann hier immer ganz gut beobachten, wie weit der Druck mittlerweile ist. Ganz praktisch ist auch, ich habe einen Notaus-Button, damit, falls irgendwas schief geht, kann ich sofort das auch mit dem Handy stoppen. Hier ist der Druck, sieht ganz gut aus, ist ganz praktisch. Hier sieht man den fertigen Druck. Das ist schon mal ganz fein. Super. Und hier habe ich die ganzen Löcher durchgebohrt. Das Arduino habe ich da eingebaut. Da habe ich noch ein tolles Kabel zum Anstecken am PC. Und das ist noch die Spannungsversorgung. Das werde ich noch ein bisschen zumachen. Da kommt dieser Deckel so drauf. So Feuchtraumdose. Ganz fein. So, dann schrauben wir das noch zu. Das Programm habe ich schon aufgeladen. Das wird fein. So, richtig cool. Der eine Bewegungsmelder ist fertig. Der Lichtsensor gleich daneben, den sieht man hier ganz schlecht, der ist installiert. Und unten der zweite Bewegungsmelder. Gehen wir kurz runter. Hier sehen wir die Stufen. Ja, und hier, den habe ich halt vorhin montiert. Super. Und jetzt werden wir das dann bald testen. Okay, liebe Leute, jetzt testen wir das erste Mal das schöne Treppenlicht. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Wir gehen hier hin. Wow. Okay. Jetzt gehen wir darauf. Sind wir oben. Und normalerweise sollte das jetzt outfaden. Okay, dann testen wir das Treppenlicht. Wenn ihr jetzt dahin geht, dann sollt ihr das langsam einschalten. Okay, sehr fein. Es funktioniert schon mal. Alle Lichter sind ein. Super. Jetzt, wenn ihr dann unten angekommen bin, schaltet dieser Bewegungsmelder, checkt das. Dann schaltet langsam nach circa 10 Sekunden das wieder aus. Sehr fein. Und wenn ihr von unten kommt, und sollte das langsam wieder sich von unten einschalten. Okay, und jetzt, wenn ich dann nach oben angekommen bin, checkt das der zweite Bewegungsmelder, der da unten ist. Der sollte das checken, dass das jetzt langsam wieder ausschaltet.
Natürlich schaltet es sich am Tag nicht ein, da habe ich nur einen lichtabhängigen Widerstand eingebaut. Super, schönen Abend noch, tschüss!